Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rise of the Tomb Raider. Wir haben hier noch ein paar Dinge zu erledigen, glaube ich. Wollen wir denn hier, kann man hier ein Quest zeigen oder so? Das, nee, haben wir gar nicht. Okay. Doch, hier oben haben wir da Überwachung. Drohnen. Kann ich nicht auswählen. Welche Richtung schauen wir denn jetzt? Scheint richtig. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Drohnen platt. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da ist sie. Das war die eine. Und eine ist dann noch irgendwo geradeaus noch. Alles klar. Na super. Die brauche ich dann. Zum. So, das waren die Drohnen. Genau hier ist was. Wie komme ich da hoch? Da komme ich gar nicht hoch, hier komme ich rein. Okay. Interessant. Dann wir einmal. Na, jetzt auf die Kiste und hier ist was zu lesen. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Aha. Aber gibt's hier noch irgendwas anderes? Da gibt's noch Pilze. Sieht zwar so aus, als könnte man da irgendwo hin, aber kann man nicht. Schade. Also es ist einfach nur so eine Deko-Höhle. Muss ich ein bisschen Krimskrams drin verstecken. Für die Leute, die immer rumsuchen. Da hinten gehen wir mal die Quest ab. Da sind wir ja gleich. Hoppala. So, haben Sie sich um den Rest dieser Maschinen gekümmert? Ja, habe ich. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne. Alles klar. Und dann hier reingucken. Bogen. Ja, ich habe ein paar Pfeile verschossen, aber nicht der Rede wert eigentlich. Hier ist auch noch was. Da muss ich vorhin einfach dran vorbeigelaufen sein. Weil hier war ich ja eigentlich. Weil da hinten war ja das exotische Getier. Genau. Hier kommen wir noch weiter hoch. Und dann nur runter. Gut, und abgerollt. So, wo geht's denn hier weiter?
Verbündete Nähe. Musst du noch eine neue mischen? Lara, darf ich mit Ihnen sprechen? Ja, klar. Jetzt ist nicht vor, sonst danke. Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen. Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht genug zu sammeln. Wenn Sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Ja. Ja, na ja, natürlich. Ich warte hier. Und Pilze Dank. Und Wildschweine. Pilze hatten wir jetzt da hinten gerade in der Höhle. Aber Wildschweine. Moment, die waren doch auch irgendwo hier. Genau, weil da drüben, die hätte ich doch letztens gemeuchelt. Mir war doch da so. Ja, von einem werden die nicht satt werden. So, jetzt haben wir deine zwei Wildschweine. Wo war jetzt? Das war irgendwo hier, aber das haben wir nicht gefunden gehabt, weil hier drin lag es nicht, glaube ich. Ja, das war ganz seltsam mit diesem Ding. Nee, war's nicht. Ich war nur letztens mal zu dumm, es zu finden. Alles klar. Dann zurück zur der netten Dame da. Okay. Das war jetzt knapper, als ich dachte. Fertig. Hier hast du alles. Reicht das? Ja, ja. Dann werde ich das Fleisch mal dörren. Aber das müsste reichen. Vorerst. Nochmals danke, Lara. Ich habe gern geholfen. So. Hast du noch was oder muss ich in 5 Minuten nochmal vorbeikommen? Oben ist eigentlich noch ein Haufen Zeug zu erledigen. Würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Da war auch noch das mit den... Ach, da war noch so viel zu tun. Frage ist nur, wie komme ich hoch? Eine Höhle. Moment. Nee, in der war ich gerade. Aber ist nicht schlimm, weil wir haben gerade Pilze ausgegeben. Die haben nicht... Okay. Interessant. Wir haben der Pilze gegeben, aber die wurden uns nicht aus dem Inventar abgezogen. Das würde mich mal interessieren, wo die Pilze hin hat. Dann. So, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Moment, wo geht's da hin? Oh, ein Bär! Ich muss hier raus. Uiuiuiui. Dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber es ist gut. Es gibt exotisches Fell. Es gibt Bärenfell und Fleisch.
Pilze. Ja, aber viel gebracht hat mir das jetzt auch nicht. Na gut, Pilze habe ich gerade verbraucht. Aber ansonsten hat mir das eigentlich rein gar nichts gebracht gerade. Na gut. Es gab ein bisschen Fell. Leute, wenn ihr Hunger habt, da liegt ein frischer Bär. Hallo. Irgendwer wollte doch was von mir. Nachschub, den wir brauchen? Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Alter, ich bin doch hier nicht. Bin ich jetzt hier Postbote oder was? Also irgendwo hier muss so ein Ding sein. Und dir geht's gut? Hier ist doch nichts. Doch, da liegt ja was zu lesen. Hm? Hallo. Hi, servus. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Ja, vermutlich nicht. So, wir haben jetzt wieder irgendwas anderes gelernt. Nächstes Dokument. Wo soll das liegen? Aha. Moment, ich komme. Dokumente hier. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Ja, kann ich verstehen. Wer noch nie getötet hat, dem wird das auch nicht leicht fallen. Ein Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Dann... Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Hm. Warum denn? Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel Hallo. Einsetzen. Servus. Hm, hier unten? Aber... Genau hier. Ich stehe drauf. Ja, wer mag denn schon sowas? Hm, das war dann die Markierung für das andere Ding. Ist das so? Muss ich mal kurz hier abrollen.
Ja, ich weiß, ich laufe ein bisschen krumm und schief, aber... ich hätte das gern erledigt, gewusst. Weil ich aus dem ersten Teil noch in Erinnerung habe, dass man manchmal an manche Sachen danach, wenn man das Gebiet abgeschlossen hat, nicht mehr rankommt. Überlebensversteck. Ist das dann hier unter mir im Wasser oder wo soll das sein? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch viel zu strömungsartig. Und leider kann ich die Dinge nicht markieren. Ach, das ist Herausforderung. Ach, das sind die Karnickel. Bin ich dämlich. Alles klar. Wir müssen ja noch die Karnickel abschneiden. Und... hängen wir Zielscheiben schießen. Da war ja noch was, genau. Jacob hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erwartet. Kommt man auf den Turm rauf? Muss man aber, oder? So wie es aussieht. Die Frage ist, wie kommt man auf den Turm? Da ist eine Staffel, eine Leiter, aber die hilft einem ja wohl gar nicht da. Lass das mal los. Kann man eine Hausmauer entlang klettern? Da oben ja. Hier unten aber irgendwie scheinbar nicht. Was gibt's eigentlich hier hinten? Waffen mit Sprengladung. Okay, haben wir nicht. Oder noch nicht. Er hat doch gesagt, wo ist uns Lagerfeuer? Da. Okay, wir haben erstmal einen neuen Fähigkeitenpunkt. Benutzen Sie das Messer. Ja, das klingt gut. Das nehme ich. Dann irgendwas mit Inventarausrüstung. Moment. Ich kann mehr Krimskrams tragen. Mehr Krimskrams tragen ist immer gut. Falsch. Nochmal. Eine Maschinenpistole. Was können wir denn... Okay. Dann haben wir ein bisschen was gemacht. Das ist ein Überlebensversteck. Das ist wo? Da oben. Sollte ich das übersehen haben? Das wäre dann irgendwo hier. Da ist es doch. Auch so nice to have. Was ist das hier? Ein Wandgemälde. Kryptoeingang. Ein Dokument. Herausforderung. Zurück werde ich jetzt hier wohl nicht mehr kommen. Aber ich hätte gerne diese zwei Sachen noch, um ehrlich zu sein. Ups, ich habe das Ding wieder vergessen auszumachen. Was haben wir denn hier?
Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen? Haben wir denn irgendwo eine Dose hier rumstehen? Natürlich haben wir keine Dose rumstehen. Hey Kollege. Ich grüße Sie. Hallo, hast du eine Dose für mich? Jacob hat schon lange keine Fremden mehr hergebracht. Der Sturm hat eine Überschwemmung verursacht, hat ein paar Wachtürme umgerissen. Die Dinger, die durch das Tal brummen, haben viele Vögel verscheucht. Aber unten am Wasser gibt es noch Möwen. Okay, um die Dinger, die um der rumbrummen, habe ich mich schon gekümmert. Aber hier ist nirgendwo eine Dose. Ups. Mit den Hühnern weiß ich immer noch nichts anzufangen. Komm mal her, Huhn. Hab ich dich. So, und wo gibt's hier einen Hühnerstall? Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken lassen. Das ist kein Hühnerstall. Wo habt ihr denn euren Hühnerstall? Jetzt habe ich zwei Hühner. Aber immer noch kein Hühnerstall. Leute, sagt mir doch mal, wo euer Hühnerstall ist. Sowas finde ich immer doof. Wenn ich dich jetzt lese, dann werde ich die Hühner loslassen. Ist da hinten ein Hühnerstall? Nein. Wo geht's denn überhaupt dahin? Das sieht mir auch nicht sehr hühnerstallartig aus hier. Oh. Nein. Hörst du hier? Nee, das ist mit Sicherheit kein Hühnerstall. Halt. Hier, zwei Hühnchen. Das ist aber... Ich bin auf der anderen Seite auch schon Eis abgelaufen. Dieses Ding heißt, dass man die Hühner in den Hühnerstall zurückbringen soll, aber hier gibt es keinen Hühnerstall. Drüben gab es keinen und hier gibt es auch keinen. Hier gibt es ein kaputtes Haus. Mit einem Vogel da unten. Ja, einem Vogel, aber Hühnerstall ist hier auch keiner. Das ist kein Hühnerstall. Ah, ich habe einen Huhn für dich. Hier. Ich tue, was ich kann. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Nein, ich habe ein Hühnchen. Noch nicht. Werde ich aber. Also hier gibt es nirgendwo einen Hühnerstall. Ja, hier, Hühnchen. Ah, deine Freiheit. Dann gehen wir mal zu dem...
Dachte ich schon. Drum. Da kommen wir nicht rein, da waren wir letztens. Wo sind jetzt der andere Kontrollpunkt gedöns? Was ist das hier? Bringt sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Dann machen wir das. Der müsste dann irgendwo hier hinten sein. Alter, er ist am Arsch der Welt. Aber hinten ist doch gar kein Turm. Hinten ist doch nur noch die Dame. Oder soll das hier der Turm sein? Na, ich glaube, das soll der Turm sein. Dumm. Hier, da hast du Krimskrams drinnen. Ist hier irgendwas? Nein. Hm? Hast du jetzt schon wieder eine Quest für mich? Weil ich kurz nicht da war. Hm? Da oben. Ja, wieder zurückgelaufen. Aber das hat er ja gesagt gehabt. Ach ja. Bin ich ein Freund von Hin- und Herlauferei? Nicht. Aber das hat wohl jedes Spiel mittlerweile oder seit vielen Jahren. Lauf- und Bringquests unnötigerweise. Moment. War das ein... Aha! Ups. Hier, Y. Schnips. Wow, schon 3 von 6. Hm, hallo? Hallo? Naja gut. Viele haben es nicht geschafft in der halben Stunde. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Hi, Kollege. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Neue Ausrüstung halten, Kampf erprobt und... Okay, alternative Outfits sind jetzt für mich jetzt nicht so interessant. Oh, da hängt noch so ein Ding. Gut zu wissen. Oh, hallo. Ja, servus, Kollege. Aha. Ich kann hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Ja. Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Ach was. Aha. Ich habe hier so ein Ding. Und was kann ich dann wo festtackern? Nein. Da ist was. Was ist denn? Worauf schießen Sie? Geht dir nichts an? Meine Sache. Aha. Okay. Das heißt, ich kann wenigstens wieder hochkommen. Und hier ist eine Glocke. Alles klar. Na ja, gut. Hallo? Lass mal los hier. Und schön abrollen. Gut, das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein, würde ich sagen. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.